Leute, was geht ab? Euer am Start und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Helden, Leute. Und ihr seht schon im Hintergrund, wir sind gerade wieder back am Start. Und ich sag euch ehrlich, nach allem, was passiert ist, falls ihr die letzten Folgen noch nicht gesehen habt, ihr müsst die euch reinziehen, Freunde. Ich habe nämlich gerade eben gesehen, Amir ist online, Freunde. Und ich muss die Chance jetzt nutzen. Ich habe Amir auf WhatsApp geschrieben, keine Antwort bekommen. Ich habe keine Ahnung, was gerade los ist. Ich weiß nur eins, nach all dem, was passiert ist, wir müssen unbedingt reden. Ich muss mich unbedingt nochmal persönlich bei ihm entschuldigen, Freunde, weil beim letzten Mal, das ging irgendwie alles ganz schnell. Er hat dann seine Rüstung genommen, ist direkt durchgezogen und keine Ahnung was. Aber ich habe jetzt echt nochmal ein paar Tage Zeit gehabt, drüber nachzudenken. Und dass ich überhaupt zugelassen habe, dass Amir ein Herz gezogen bekommt. Wirklich. Ey, ich fühle mich so schlecht. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Auch jetzt generell. Ich habe alle Kommentare von euch gelesen und erstmal Kuss geht raus. Jeder hat es gefeiert. Jeder hat gesagt, ey, das war das Richtige, was du da gemacht hast mit Amir. Aber auf der anderen Seite haben wir natürlich auch iCrimex einfach einen Dolch in den Rücken gestochen, Freunde. Ich habe ihn einfach verraten, obwohl wir eigentlich auch echt gute Freunde sind. Und ich weiß gerade wirklich nicht weiter, was ich hier noch schwer machen soll. Ich stehe jetzt gerade komplett alleine da, Freunde. Ihr seht schon, ich habe mich komplett equipped zum Fighten mit Corpweb. Alles, was geht. Ich habe alles reingeholt und habe alles nochmal aus dem Rucksack, also die Hauptsachen, in eine sichere Base gebracht. Aber ja, Freunde, ich muss heute mit Amir reden. Deswegen, ich schreibe ihm mal. Vielleicht antwortet er mir hier sogar in Minecraft, weil er ist gerade eben vor einer Viertelstunde oder so erst online gekommen. Und ich glaube, der muss ja irgendwas farmen oder so. Der steht ja nicht AFK rum. Hast du kurz eine Minute? Ich sag euch ehrlich, Freunde, ich kann halt übertrieben verstehen, wenn Amir noch richtig angepisst ist auf mich. Weil nach der ganzen Aktion und alles wäre genauso, glaube ich. Ja, keine Ahnung, Freunde. Irgendwie antwortet er nicht, aber ich denke mal, er wird schon an. Hä? Siu schreibt mir. Bro? Oh, was ist los? Okay, Freunde, ich würde sagen, in der Zwischenzeit, solange bis Amir antwortet, werden wir ein paar Enderperlen farmen gehen. Deswegen, ich glaube, sollte gleich auch wieder Nacht werden. Können wir uns kurz treffen? Okay, Freunde, Siu will sich treffen. Boah, Freunde, was sein kann, dass Amir mit Siu geredet hat und Siu mir jetzt irgendeine Nachricht überbringen soll. Was auf der anderen Seite aber auch heißt, dass Amir keinen Bock hat, mit mir selber zu reden, was echt nicht gut wäre. Ich habe so, so riesige Kacke gebaut, Freunde. Das ist so... Oh, warte, ich bin da auch in der Nähe. Wirklich, ich habe so einen Müll gemacht mit der ganzen Aktion. Ich habe mir alles verspielt, Bro. Amir war immer... Ich habe alle eure Kommentare, wie gesagt, gelesen. Und die meisten von euch haben es ja auch reingeschrieben. Amir war immer an meiner Seite. Egal, was für eine Aktion. YouTuber Insel 1, YouTuber Insel 2. Egal, wer Stress geschoben hat. Bro, Amir war immer direkt dabei. Und im Nachhinein betrachtet, es war auch ein Fehler, dass ich da so am Ausrasten war und so, weil Amir da einmal irgendwie Stress gemacht hat. Ich sag euch ehrlich, als guter Freund und so wie Amir das bei mir immer gemacht hat, ich hätte gar nicht nachfragen sollen, Bro. Dann wäre ich auch gegen die Ampelkrieger und auch gegen die Paulberg-Ritter ganz einfach. Wenn Amir das entscheidet, ist das so. Ich war halt so voll in meinem Film. Kann noch zu dir kommen. Bin jetzt... Oh, warte. Ich war halt so voll in meinem Film wegen der Eiskrieger. Gerade alles neu gegründet. Ich wollte so einfach einen richtig geilen Clan machen mit einer krassen Base und keine Ahnung was. Und ich hatte einfach keinen Bock auf Stress und Krieg direkt mit dem ganzen Server und... Ja, das war so der Hauptpunkt, der mich einfach genervt hat. Aber, ja, Freunde, ich habe einfach viel zu sensibel reagiert. Okay, da unten ist Siu. Wir gehen mal ganz kurz näher. Oh, Gumbo ist auch noch online inzwischen. Was geht, Bro? Hey, was geht, mein alter Freund? Wie geht's dir? Moin, moin. Gut, gut. Und dir? Ich hoffe, dass dir jetzt besser geht. Ja, es geht so, Bro. Gerade ist echt... Ich habe nämlich gesehen, was du getan hast. Warte mal, warum hast du Eisenrüstung an? Weil ich dir erstens vertraue und zweitens, ja, ich will nicht mit meiner reparierten Rüstung rumrennen. Achso, okay. Ja, verständlich. Ja, mal, Bro, ich muss mit dir kurz darüber reden. Warte, wenn du willst. Musst du mir irgendwas sagen von Amir oder? Ich würde gerne über dieses Thema mit dir reden, ja. Ja, gerne sogar. Bro, ich sag dir ehrlich, guck mal, ich stehe gerade komplett alleine da. Ich habe Amir geschrieben, der antwortet nicht. Hast vielleicht am Chat sogar gesehen. Hm. Bro, ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe ihn jetzt ja quasi befreit, hast du ja mitbekommen. Ey, ich habe das gesehen und darüber wollte ich ja mit dir reden. Guck mal, ja. Ich verstehe, dass er natürlich noch ein bisschen enttäuscht ist. Wie gesagt, ihr beide habt euch missverstanden. Und ich bin mir sicher, was du gerade gesagt hast, das stimmt nicht. Du bist nicht allein. Vive, du hast deine ganzen Freunde. Du hast mich, du hast alle anderen. Und du hast auch Amir. Amir gehört immer noch zu dir. Ihr zwei seid wie so ein Puzzle, was einfach zusammengehört, Bro. Das darfst du niemals vergessen. Ja, Bro, aber ich glaube, mit der Aktion habe ich mich echt leider weggeschossen, Bro. Also Real Talk. Digga, im Nachhinein, wenn man drüber nachdenkt, wie dumm war ich überhaupt? Dass ich Amir überhaupt hinterfragt habe. Bro, der hat mir immer blind vertraut mit egal was, hast du mir letztes Mal auch nochmal gesagt. Bro, keine Ahnung. Es war einfach so dumm. Ja, aber Bro, Menschen machen nun mal Fehler. Guck mal, letztendlich geht es darum, du hast deine Fehler eingesehen. Und darum geht's doch. So, und ich bin mir sicher, er ist gerade vielleicht ein bisschen nachtragend, aber jemand wie Amir, er hat ein großes Herz, genauso wie du. Und ihr werdet euch zu 100% vertragen. Deshalb sei einfach hartnäckig. Versuch einfach nur mal wirklich das Gespräch mit ihm zu finden. Mach ein bisschen Druck so. Ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen unangenehm. Aber Bro, letztendlich... ist er gerade am längeren Hebel und wenn du wirklich ein wahrer Kumpel bist, dann musst du da hinterher rennen. Ja, auch wenn du nicht so der Typ dafür bist.
Digga, ich glaube, ich muss einfach suchen, wo der ist. Das Problem ist, die haben auch nicht mehr die Eiskrieger mit so neue Base und ich habe keine Ahnung, wo. Weißt du zufällig, wo die ist? Ich habe bei iCrimix in seinem Video gesehen, dass die irgendwie seine geheime Base geraidet hatten. Da war auch überall Eis, das war in so einem Schiffswrack. Ich weiß nicht, ob du das meinst. Ja, da war ich doch dabei, Bro. Aber ich glaube, die haben danach wieder eine neue... Ich weiß ja nicht, wo kann ich Armin finden? 100% eine neue. Wenn du möchtest, kann ich ihn nochmal, weil auf mich ist er sehr gut zu sprechen. Wenn du möchtest, rede ich nochmal mit ihm. Ansonsten, ja, ich finde es, ja, ich würde es aber, versuch du es noch einmal. Ich bin mir sicher, er wird dir zurückschreiben. Mach, wie gesagt, ein bisschen Druck auf nette Art und Weise. Nicht, dass es zu penetrant ist. Er wird dir früher oder später antworten. Sag, wie sehr du ihm einfach ans Herz gewachsen bist und zeig einfach, dass die Freundschaft dir und vor allem ihm auch wichtig sein wird. Zeig das. Ja. Mach das. Schreib ihm mal jetzt. Er wird dir safe antworten. Schreib ihm mal. Bro, ich schreib ihm die ganze Zeit. Guck mal, ich spam ja schon die ganze Zeit den Chat zu. Keine Ahnung. Ja, schreib mal ein bisschen netter, Bro. Schreib mal Amir, ich will mit dir reden. Es ist wirklich wichtig. Mach nicht nur Amir Fragezeichen. Schreib so, wie du mit einer Frau reden würdest. Ja, Bro. Ich meine... Bro, du hast schon das Leben fast durchgespielt. Du hast geheiratet, du hast ein Kind. Du weißt doch genau, wie du damals mit deiner Frau geredet hast. Schreib's nur mit Armin jetzt. Digga. Ja, ich muss mal gucken. Keine Ahnung. Guck mal, schon besser. Ich will mit dir reden, bitte. Es ist wichtig. Guck mal, das geht doch schon mal in die bessere Richtung, Bro. Das geht doch schon mal in die bessere Richtung. Nicht Armin Fragezeichen, sondern Armin. Ich will mit dir reden, bitte. Es ist wichtig. Ja, ich ruf den gleich auch noch ein paar Mal an und so. Bro, ich weiß gar nicht. Ich stehe gerade vor dem Nix. Ich weiß gar nicht, was ich aufnehmen soll. Max habe ich ein Messer in den Rücken gestochen und verraten. Amir habe ich... Reini ist auch da. Okay. Ja, das wird sehr interessant. Das ist schon mal wichtig. Bro, ich kann mir auch wirklich vorstellen, dass sie mich angreifen. Aber wenn die mich angreifen, ich werde nichts mehr machen, Bro. Ich mach den hier, sag hier, nimm alles und fertig. Gut, kann man sich snacken, ne? Ja, okay. Gut. Aber Lukas, vergiss nicht, egal was ist, ich bin auch dein Kumpel. Wenn was ist, komm zu mir und wir werden das regeln. Wie gesagt, ich soll mich nicht einmischen. Armin hat das mir gesagt. Ich werde mich auch nicht einmischen bis zu der Sekunde, wo ihr beide sagt, ey, misch dich richtig ein. Okay, deshalb ruf ihn mal an und versuch das wirklich. Das wird schon klappen. Ja, ich probier's mal. Okay. Ja, dann aber schon mal danke, Bro, ne? Gar kein Problem. Pass auf dich auf. Alles klar. Du auch mit deiner Eisenrüstung. Hau rein. Ciao, und, ciao. Kann ich dir noch eine Frage stellen? Ja, klar. Abgesehen davon, weißt du, wer Lust hätte, mit mir zu kämpfen? Egal wer auf dem Server. Zu kämpfen? Ja. Kannst du Bro oder Banks sagen, dass die gegen mich 1 gegen 1 machen? Ey, ich sag dir ganz ehrlich, gegen Banks, das wäre krass. Ja, ich will. Kampf der Titanen, Bro. Banks gegen Sue. Boah, ich das wäre krass. Ich hab Bock. Hast du den schon rausgefordert? Ja, ich warte noch auf die Antwort. Du hast rausgefordert? Oh. Ja, ich warte auf die Antwort. Oh mein Gott, okay. Bro, ich bin gespannt, was Banks sagt, aber ich glaube, kneifen wird er nicht, Bro. Hoffentlich. Digga, okay. Aber ich drück dir natürlich die Daumen, Bro, dass du den holst. Ja, dankeschön. Okay, easy. Ey, wenn ich noch irgendwie helfen kann, weiß ich nicht, wenn du irgendwas brauchst, sag Bescheid, ne, für den Kampf. Auch nur keine Nervosität, mehr brauche ich nicht. Okay, Bro, du schaffst das, okay. Easy. Danke, Bro. Hau rein, ciao. Boah, Freunde, Sue gegen Banks. Sue hat ihn schon anscheinend offiziell rausgefordert. Das ist schon sehr krass. Aber ja, Freunde, Armin antwortet mir die ganze Zeit gar nicht. Ich würde sagen, ich probiere es jetzt gerade nochmal auf WhatsApp und so. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Ich weiß halt auch nicht, was ich machen soll. Keine Ahnung. Okay, Freunde, ich habe gerade insgesamt 2-mal probiert, Armin anzurufen. Aber ist leider nicht rangegangen. Ich bin jetzt gerade nochmal zur alten Base gegangen. Und werde da gerade nochmal ein paar Sachen holen. Hä? War hier jemand? Hä? Okay, Freunde, das hier ist die alte Eiskrieger-Base. Ich war hier schon echt ein bisschen länger jetzt nicht. Aber die komplette Fallseite wurde einmal weggemacht. Plus da oben ist ein Bett. Und das platziert man eigentlich nur, wenn man kurz vorm Fight ist oder so. Okay, wir gehen mal kurz runter. Ja, die haben wahrscheinlich schon alles zerstört, ne? Irgendwas hört man doch. Oh. Okay, warte. Hä? Da steht irgendjemand. Hallo? Das ist Armin, Freunde. Oder? Hallo? Armin? Hä? Oh, Digga! Was geht? Boah, ich bin gerade am PC gekommen und bin voll erschreckt. Oh, ich habe ungefähr 400 Mal angerufen und die ganze Zeit in den Chat geschrieben. Oh, warte mal. Mein Handy. Klo. Ja, Gott sei Dank sehe ich dich jetzt mal. Was geht? Sorry, ich war AFK, ich war gar nicht am PC, ich bin gerade an den Tisch gekommen sogar. Ja, okay. Ich hab mich erschreckt. Oh, ich hab Armin schon vor 20 Minuten. Gut, dass du hier bist, weil ich wollte dir eigentlich auch schreiben.
Ja, Bro, ich glaube, wir müssen echt mal reden, weil... Über die ganzen Sachen, die passiert sind. Also guck mal, ich habe gerade mit Stu auch nochmal geredet. Bro, ich sag dir ganz ehrlich, das war von Anfang an einfach ein Fehler, dass ich... Bro, es war so dumm, dass ich dir nicht vertraut. Ich schwöre auf alles, es tut mir richtig leid. Ja. Ich schwöre auf alles, es tut mir richtig leid, Bro. Guck mal, ich sag dir ehrlich, mir tut's auch leid. Ich hätte das nochmal vorher abklären müssen. Ja, keine Ahnung, was mich da mitgeritten hat. Ich war da mit denen am Quatschen, mit Stani und Dings und wollte ich nur abchecken, was ist, wenn die zusammen angreifen, vielleicht können wir ja helfen. Aber ich habe denen ja sogar noch gesagt, ich muss jetzt erst mit den Jungs abklären. Und dann waren die da und dann hätte ich halt einfach abhauen sollen oder versuchen sollen zu reden und sagen, ey, hört auf und dann abhauen, aber... Boah, schon mal Ehre, dass Ahnung. Er das einsieht, Freunde. Hey, ich hätte mit dir auch nochmal reden sollen. Ich meine, ich hab dich angeschrien und... Ja, ich hab auch gut Stress gemacht bei den Paulberger Rittern, ne? Muss man auch sagen. Bro, ich sag dir auch ganz ehrlich, ich war so in diesem Film drin mit Eiskrieger. Wir haben gerade neu gegründet, ich hab so gesehen, wie wir so Eisburgen bauen und keine Ahnung was, Bro. Und dann krieg ich mit, dass du da Krieg angefangen hast. Es hat mich so genervt, Bro, beim Nachhinein. So, wenn man jetzt echt mal, ist ja jetzt schon echt viele Tage vergangen, so wenn man drüber nachdenkt. Bro, egal was ich hatte in der Vergangenheit, egal was war. So, du hast nicht einmal gefragt. Hast du mir sogar gesagt, als wir so da gestritten haben und so, aber Bro, ich hab keine Ahnung. Ich war so ein Sturkopf, ich schwör auf alles, dass ich überhaupt hinterfragt habe. Draufspucken. Nein, ja, doch, Bro, nein. Geht ja. Nicht. Ich schwör's dir, nach allem, was du für mich gemacht hast. Ja, aber man muss auch sagen, ich hätte aber auch einfach weggehen müssen. Ich hätte mich ja nicht mit einmischen müssen, das muss man sagen. Ich meine, wenn man auf die Zukunft denkt oder wie man es weitermachen sollte, hätte machen sollen. Weil guck mal, jetzt sind doch wieder Max und Dings, Stani wieder befreundet miteinander. Bro, Junge, du hast selber mitbekommen, Max hat mich ja auch belogen. Bro, ja. Die haben, ich schwöre auf alles, du hast ja gar nicht alles mitbekommen, weil du in diesem Gefängnis da warst. Ich habe Rhiney meine ganzen Dias, alles was ich noch hatte, habe ich gegeben, damit die dich da rauskaufen. Hab mit Max noch geredet, ich so, Bro, wenn wir die Dias kriegen, dann lass Armin auch bitte gehen und so. Max meinte, ja, voll gut, machen wir so. Bro, und Rhiney geht gerade noch die restlichen Dias holen, ich hatte leider keinen ganzen Stack dabei. Und Max macht den Amboss. Ich dachte sogar, als sie die noch gebaut haben, so, ja, komm, lass die mal machen, so, die werden da eh nicht durchziehen. Bro, auf einmal lösen die einfach. Guck mal, ich sag dir ehrlich. Das war's komplett, ey. Das Herz ist mir gar nicht so wichtig, bin ich ehrlich zu dir. Oh, natürlich ein Herz bei Minecraft Helden. Weißt du, was das wert ist? Ja, aber... Weißt du, wie scheiße ich mich gefühlt habe, weil du ein Herz verloren hast, weil ich daran schuld war. Bro. Ja, aber so gesehen warst du ja nicht dran schuld. Ja, klar war ich dran schuld. Nein. Ich hab doch riskiert, mit denen zu kämpfen. Ich hab doch nicht seit gestern irgendwie... Ich muss mich auch entschuldigen, ich weiß nicht, wie du das mitbekommen hast. Ich hab Max gedroht gehabt. Ich hab Max gesagt, dass ich Krieg mit denen anfangen werde, wenn sie dich weiter drin behalten. Ja, Bro. Deswegen fing ja alles an. Hat mir zum Beispiel auch niemand erzählt. Hat mir Max nicht einmal gesagt. Ach so, was meinst du, warum ich das mit dem Eis gemacht habe? Ja, Bro, ich kam da hin, ich meinte, was ist denn hier passiert und so. Ich glaube, in meiner vorletzten Folge, da meinte Max, ja, Amir dreht hier voll durch und hat hier Eis platziert und so. Aber dass ihr dass ihr geredet habt und so, hat er auch nie erwähnt. Ich habe doch sogar aus dem Berlin entführt, und weil ich wissen wollte, was sie da mit Banks damals zu tun hat. Und ich hab zu der gesagt, ihr sollt dich rauslassen. Ich habe IT bedroht, alle. Bro, ich bin ein bisschen durchgeredet, muss ich aber auch zugeben. Aber wie soll man sagen, ne? Also wenn dein Bro da irgendwo anders ist und... Das Schlimme ist, ich habe gesehen, wie du da am Arbeiten warst, irgendeine Burg repariert hast. Ich habe gedacht, die hätten dich dazu gezwungen. Das habe ich dir freiwillig gemacht, Bro. Ja, das habe ich zu spät gesehen. Oh, shit. Das habe ich zu spät gesehen. Und ich habe aber auch... Bro, meine Ansage war aber auch, ich habe gesagt, ich werde jedes Herz opfern, bis entweder... Weil ich habe gesagt, das Projekt entweder als Gruppe oder gar nicht. Ja, Bro, ich sag dir ehrlich, ich hatte auch so... Also wirklich, mein Kopf war so kaputt, weil ich einfach... Als ich gesehen habe, dass die wirklich dich gekillt haben... Bro, keine Ahnung, auch die Situation, wo ich dann auf dich aufpassen sollte und dich rausgelassen habe. Bro, ich habe mich einfach selber in diesem Gefängnis gesehen. Weil vor ein paar Folgen war ich in diesem Obsidian-Ding drin. Und bei mir war alles vorbei. Und da kamst du rein und hast mich gerettet, Bro. Und ja, genau dieselbe Situation. Ja, Bro, es war das Gleiche. Du warst halt trotzdem auch da. Es war genau dasselbe. Und hätte ich dich da drin gelassen, wirklich, dann wäre ich der größte Hund gewesen. Ich hätte das nicht zulassen können, Bro. Das geht gar nicht. Ich hätte nicht zulassen und nicht zugucken können, wie du alle deine Herzen verlierst. Bro, ich sag dir ehrlich, ich habe kurzzeitig wirklich nicht mehr gerechnet, dass du mich rauslässt. Ich habe kurzzeitig gedacht, echt, du wärst zu sauer gewesen. Weil das Problem an uns beiden ist, wir sind Sturköpfe. Ja, unnormal sogar. Deswegen hat auch, glaube ich, ein Gespräch vorher nicht gut funktioniert, weil beide sich angegriffen gefühlt haben. Aber was ist jetzt eigentlich mit Rhiney? Warte ich mal her. Den habe ich auch noch nicht gesehen. Aber gibt's euch noch als Eiskrieger?
Ja, ich hab Reini angeboten gehabt. Ich hab zu ihm gesagt, weil ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Mhm. Dr. Banks hat einmal Reini angegriffen. Banks hat Reini angegriffen? Ja, aber wir haben damit gerechnet. Wir haben unsere alte Enderperlen-Taktik gemacht. Die wir zweimal gemacht haben. Von damals mit der Klappe? Genau. Boah, das ist strong, ja. Banks wollte sich mit Reini treffen. Mhm. Das haben wir gemacht, wo unsere Skins vorgestellt haben. Und dann hat Banks da was gesprengt. Und dann hat er Reini angegriffen und dann habe ich halt, habe ich das gezündet. Ja, okay. Ach, krass. So, und ja, deswegen, da hatte ich eigentlich noch, aber das haben wir hinten angestellt, weil meine Mission erstmal du warst. Mhm. Und halt, klar, und Brussig hat mit Blackjack und IT, die haben Reini bedroht, deswegen kam das. Also, ich sag dir ehrlich, das war ein Teilgrund, warum ich Blackjack hochgejagt habe. Der andere Grund war, um Max zu zeigen, dass ich die Drohung ernst meinte. Ja, Bro, ich habe auch gar nicht mitbekommen, was Blackjack am Anfang hieß, du hast ihn einfach so gekillt. Bro, dann guck ich das Video. Blackjack war ja auch dran schuld, hä? Ja, die haben ja versucht, große Reini. Wir haben Reini so gedroht, ein Herz zu ziehen, wenn ich das macht, was ja, ich sagen. Ich weiß. Natürlich muss man da mit Konsequenzen rechnen, hä? Ja, und du weißt, wie wir zwei eigentlich ticken, wenn. Ja, normal. Bro, aber deswegen. Keine Ahnung, ist einfach alles. Aber ich frag mich immer noch, wie Max die Base gefunden hat. Das war. Also, du kannst mir erzählen, was du willst. Vielleicht im Nachhinein, Bro, kann man mal denken, okay, klar, ich habe mir dran gedacht. Ich schwöre auf alles. Du hast ja auch gesagt, dass ich dir das. Bro, ich hab. Wo soll ich wissen, wo die Base ist? Ich schwöre auf alles, ich hatte keine Ahnung. Ich wusste nicht mal, dass wir da zu dir gehen. Max hat mir gesagt, er hätte eine Überraschung und würde mich voll freuen und so. Bro, ich dachte, der hat ein paar Dias gefarmt oder Goldäpfel gemacht oder weiß ich nicht was. Bro, auf einmal stehst du da. Bro, wir nehmen den jetzt hops. Ich hätte was, wenn ich da Nein gesagt hätte, wären die gegen mich gewesen direkt. Und Bro, ich hab gedacht, Reini hätte es dir gezeigt. Nein. Dass dann vielleicht, weil ich Blackjack ein Herz gezogen habe, dass du es denen dann verraten hättest. Aber Reini hat mir auch gesagt, dass du es nicht warst. Dann dachte ich aber ich frage mich trotzdem, jetzt frage ich mich erst recht, wo hat er das her? Ich hab auch weil leider das, nicht das nicht mit dem Schiff war ein gutes Fall. Ich hab extra ein Schiff gesucht, was gelootet war schon. Ja, krass. Also ich muss sagen, der Eingang war auch, der war auch brutal, Bro. Also, dass man den findet. Ja, keine Ahnung. Das habe ich nicht gedacht. Ja, ich finde halt generell einfach sau schade, wie jetzt alles gelaufen ist. Ich hätte uns echt als Eiskrieger gesehen, Bro, dass wir das Ding am Ende holen. Das war jetzt echt lost. Ja, Bro, dass wir, wo wir den Clan da gegründet hatten, dass wir da easy den Win und so am Ende holen. Ja, mal hier. Der Clan war nie weg. Und du hast die Sachen auch noch an. Oh, warte. Ich kann dir jetzt nicht, Ja, Digga, du bist den Eiskrieger nie geliefert. Was meinst du, warum ich da so Stress gemacht hab? Hä, wie? Also sagst du, wir sind einfach Eiskrieger jetzt. Wieder. Bro, wofür hab ich mein Herz denn geopfert? Bro, du musst erstmal, red doch erstmal mit Reini. Ihr könnt mich doch jetzt nicht einfach wieder reinlassen nach den ganzen 31-Aktionen, die ich gemacht hab. Ja, also für mich, ja klar, ich kann gerne mit Reini nochmal reden, aber ich sehe jetzt kein Ding. Hä? Was meinst du, warum Reini und ich das Ganze da irgendwie in Angriff genommen haben? Was für ein Ehrenmann ist Amir. Bro, sonst hätte ich mich doch gar nicht diesen Stress mit dem. Alter, Bro, ich hab Reini doch sogar angeboten, dass er lieben kann und woanders rein. Er sagt Eiskrieger von Anfang bis Ende. Hat er selber gesagt? Ja, ich hab ihm angeboten, weil er doch angegriffen wurde von Banks und Max hat ihn auch doch einmal. Max und ihn haben den doch hier in dieser. Auch, Max hat diese Base doch auch gefunden gehabt. Naja. Was meinst du, warum die ganzen Sachen hier weg sind? Ich dachte, weil ihr umgezogen seid. Ich bin ja einmal reingegangen, ich dachte, ihr seid umgezogen. Ja, aber warum wohl? Nee, nicht, weil du bei dem Powerbanker-Ritter bist. Wir haben nie gedacht, dass du das verrätst, sondern weil Max mit Nina hier reingegangen ist und Reini bedroht haben. Ach so. Nach deinem Wechsel. Die waren ja direkt am Anfang hier. Bro, ich hab das gar nicht alles mitbekommen, ne? Ich muss aber ehrlich sagen, ich war auch sehr wenig online, aber... Ja gut, da war ja eine Hochzeit dazwischen und so. Ja, aber das Ding ist, was meinst du, warum ich Reini angeboten habe, dass er aus den Eiskriegen rausgehen soll? Weil ich gesagt... Er wird eine Zielscheibe wegen mir. Ja, allein die Powerback Ritter. Ich habe mich allein mit denen angelegt. Ich bin immer wieder reingegangen, habe die angegriffen und so. Freunde, so ein Ehrenmann. Ich schwöre auf alles. Amir, der größte Ehrenmann auf der Welt. Ich habe so einen Vorraum gefertigt, habe überall Knöpfe dran gemacht und habe sie dahin gebracht und gesagt, gut, du kannst jetzt entscheiden. Versuch einen Knopf abzumachen, versuch abzuhauen. Ich drücke den richtigen Knopf, aber du weißt nicht, welcher der andere ist. Oder welcher der ist. Dann hat mir halt alles erzählt. Bro, also ich sag dir ganz, ganz ehrlich, es fühlt sich ganz, ganz komisch und irgendwie auch ein bisschen falsch an, wenn du mich jetzt einfach... Wir reden gerade so, als wäre nie was passiert. Ich bin gerade der glücklichste Mensch der Welt. Boah, Gewitter. Ich bin gerade der glücklichste Mensch der Welt, weil du so redest und irgendwie... Bro, ich bin froh, dass du wieder zurück bist, Digga. Ich hab damit gerechnet, dass wir, weil du erst nicht geantwortet hast, dass wir jetzt reden und du hasst mich immer noch so. Und so, ja, ist wieder alles okay, aber... Scheiß auf Eiskrieger, scheiß auf die Scheiße. Bro, du redest einfach so, ja, komm rein, wir machen wieder Eiskrieger. Bro, du glaubst mir gar nicht, was das für mich oder wie stolz ich wäre, wenn wir jetzt wieder Eiskrieger würden. Und ich schwöre, wenn ich noch einmal in meinem Leben so eine Aktion mache, ich schwöre noch einmal so eine Aktion. Ihr seht's alle, nimm mir bitte alle Herzen direkt. Wenn ich wieder so anfange... Nein, dann werde ich den ganzen Server springen.
Bro. Digga, zwing mich. Also einmal geht noch, beim dritten Mal, dann hab ich alle Herzen weg. Geht nicht. Noch mehr kann ich nicht opfern. Ich schwör auf alles, egal was passiert. Bro, alle meine Herzen. Du kannst mich steuern, ist mir alles egal, Bro. Ich verliere jedes Herz für dich jetzt. Bro, ich sag dir ehrlich, ich hatte am Folge davor eine Ankündigung gemacht, dass ich mit allen drei Herzen. Ich wollte Max anbieten mir sogar, dass er mir ein Herz ziehen darf, wenn er dich gehen lassen will. Gehen lassen tut. Bro, wie krass. Das Problem ist, du warst verwirrt. Und deswegen, übrigens, ich sag dir ehrlich, das war mir auch zu viel gewesen an dem Tag, wo ich befreit. Ich musste erstmal wieder klarkommen. Ja, Bro, komplett verständlich. Das war an dem Tag, dass ich echt viel, habe ich mir einen Tag danach freigenommen und dann, jetzt wieder am Start. Nein, Digga, das war doch Mission von Tag 1. Seitdem du rausgegangen bist und ich habe das Rainy gesagt. Ich habe gesagt, ich werde komplett mit den Powerbaggern rittern und für mich auch den Ampel kriegen, weil zum Zeitpunkt waren die ja verbündet. Ja. Werde ich Krieg aufnehmen. Ich war Enderperlenfarben und sonstiges. Ich wäre jederzeit bereit gewesen abzuhauen. Ich hab auch alles ready, Bro. Ich sag's ehrlich. Übrigens, hier, war ein bisschen Farm wieder hier. Tschüss. Tschüss, Digga, wie viel? Ich hab noch 2 Stacks. Ich hab selber auch noch. Ja, aber das ist OP halt. Zum Abhauen, zum Hinkommen, ja, überall, für alles. Hast du Wasser einmal? Zum Countdown? Ja, 2 Stück. Okay, immer 2 Stück dabei. Ja, Bro, also ich sag dir ehrlich, ich werde jetzt sehr, sehr viel Zeit investieren. Ich will PvP noch viel, viel krasser üben. Ich schwöre auf alles. Ich will noch Leute klatschen in diesem Projekt. Und ich bin gerade so am Reinzwetten, Freunde. Ich werde so viel unterwegs, aber jetzt muss ich Gas geben. Und es wird wirklich, ich würde mich hardcore freuen, wenn wir das zusammen durchziehen, alles. Wir werden das zu dritt durchziehen. Oder zu dritt dann natürlich, ja. Robert, bitte, guck mal. Ja, red auf jeden Fall erstmal mit Rainy, weil. Klärt das erstmal, weil er ist Wasserkrieger, du bist Wasserkrieger, ich bin aktuell noch Dreck. Deswegen. Bist du Eiskrieger? Meine ich ja, Eiskrieger. Ja, du bist auch Eiskrieger. Egal, was ja, Bro, redet mal erstmal. Ich rede mit ihm, aber für mich bist du ein Eiskrieger. Wir haben das zusammen gegründet zu dritt, wir werden das zu dritt beenden. Und wenn Digga, ich hätte das gleich auch für Rainy gemacht, ich hätte das für dich gemacht. Bro, das ist für mich einmal Eiskrieger, immer Eiskrieger. Einmal Himmelskrieger, immer Himmelskrieger, einmal Wasserkrieger, immer Wasserkrieger. Mir egal, wie verblödet du zu dem Zeitpunkt kurz warst und vernebelt. Bro, ich küsse hart dein Herz, ich schwör's dir. Wir werden das Ding zusammen durchziehen. Ich muss mich nur abgucken, was in der Insel abgeht hier, weil ich habe keine Ahnung mehr. Wie gesagt, ich hatte nur eine Mission gehabt die ganze Zeit. Wir brauchen auf jeden Fall dann eine kleine Base. Und ich schwör dir, TNT, ich werde es dir dann zeigen. Bro, ich habe mehr TNT als, glaube ich, egal was. Und, Bro, alles. Der Plan hat auch noch funktioniert. Mit den extra Dingern, wofür wir mal was vorbereitet haben. Ich sag dir so, wie es ist. Wir werden Sachen haben, die kein anderer haben auf der ganzen Welt. Von ganz am Anfang noch? Ja, unsere Idee, die wir hatten. Das hat funktioniert. Wir haben es ready gemacht. Habt ihr schon fertig? Ja. Oh, warte, weiß man schon, was es wird? Nein, wir haben es noch niemandem erzählt. Wir wissen halt nicht, ob wir es erzählen sollen, wenn wir schon vorhin fällt. Oder erst dann, wenn es ein Einsatz kommt. Erst wenn es ein Einsatz kommt. Freunde, wir haben Sachen, oder wir hatten damals Sachen geplant, anscheinend haben die jetzt schon fertig. Kein YouTuber hat die in Minecraft Helden und für den Feind sind die so OP, Bro. Ja. Okay. Geistkrank. Das wird andere Liga, Leute. Okay. Ja, Bro, okay. Ich bin leider AFK letztens gestorben, deswegen ich level noch mal ein bisschen. Ja, ich habe auch gelevelt gehabt gestern. Ich habe so viele Sachen wieder repariert. Ja. Übrigens, hier, ich habe wieder, also wenn du was reparieren willst oder so. Ehre. Was so übrig geblieben ist. Ehre. Bro, ich muss meine Dias von Max wiederholen. Ich habe dem, ich glaube, wie viel habe ich Rainy insgesamt gegeben? So 45 oder so? Die hat jetzt alle Max, ich will die alle wieder haben. Guck mal, ey, ich sag euch auch rein theoretisch, ich habe keinen Groll mehr gegen Max und die Powerbegriffe. Der hat schon von Anfang an nicht gehabt. Mir ging es nur um die Sache mit dir. Rein theoretisch könnte man mit dem mal ein Gespräch planen. Ja, also ehrlich sagen, ich bin ja zu Max gegangen, hab ihm was gesagt dann. Ja, Mein Mann stehen, Bro, ich konnte nicht einfach abziehen und schreiben. Und sogar da hat er relativ korrekt reagiert. Also er hat mehrfach gesagt, er ist enttäuscht und so, aber er hat mich nicht angegriffen. Ja. Das hat mir auch leid getan. Ja, und das ist der Grund, warum ich sagen kann, dass man den Gespräch, ich sagte, ich hätte ihn nicht angegriffen, wäre ich wahrscheinlich weiter wieder reingegangen. Ja. Sehr gut. Nee, vielleicht, dass man dem nachschreibt, dass man sagen kann, man trifft schon an einem Tag ein neutraler Ort, den können die sogar auswählen, wir müssen halt gucken, was keine Falle ist. Und dann mit denen reden und dann sagt ihr auch ehrlich, ich würde mich dann auch entschuldigen vor denen. Ja. Die Sache mit Blackjack. Ja. Okay. Ja. Vielleicht wäre das sinnvoll sogar. Wir gucken mal. Kein Plan, Bro. Aber red mal mit Rainy. Sag mir dann gerne Bescheid. Mach ich. Und dann checken wir. Ja, hier muss nicht reparieren. Hier hauen wir hier bald. Ja, ich weiß schon. Wir lassen es nur noch da gelassen wegen XP-Dingern. Macht eh keiner kaputt. Ja, ich gehe mal ganz kurz noch ein bisschen. Übrigens, guck mal, was ich noch habe. Was denn? Die ganze Zeit im Inventar. Jetzt kann ich wieder zurückgeben. Boah, das hast du mir einmal kurz... Bro, das war auch ein krasser Moment, dass du mir das getroppt hast in dem Knast, ne? Und ich mir dachte, Bruder... Ich kenn dich. Naja.
Ja, gut. Easy. Ich fahr mal ein bisschen, dann, ne? Ja. Dann mach. Wir sehen uns. Okay, ein bisschen weiter. Mach rein. Wenn irgendwas ist, schreib direkt, ne? Und warum hast du Eisenrüstung auch an? Stu hat auch Eisenrüstung an. Damit ich keine Hits mitkriege. Ja. Das ist geisteskrank. Ich hab eben gelevelt. Ich hab jetzt die Prozente gesehen. Die 100% hab gelevelt hier, wo Parmageddon hat noch 97% überall gehabt. Ja, okay, krass. Ich glaube, ich muss nochmal umsteigen. Ne? Ja? Guck mal, was ich gefunden habe. Bro! Weißt du, Kleines Reparaturbuch? Weißt du, wie lange ich dafür geangelt habe? Wie lange? 2 Minuten. Halt's wohl. Was? Ah, übrigens, das musst du auch machen, ne? Hä? Ja, das werde ich dir dann nochmal genauer erzählen. Was muss ich auch machen? Solltest. Angeln? Wir brauchen Reparatur mehr. Aber, weil Bro, Sio ist nicht der Einzige, egal, mit, oder? Nein, Reini hat 5 Dreizecke. Dreizecke? Ja, oh mein Gott, hat er. Auch sehr strong, ja. Damit sind wir mobil bis zum geht nicht mehr. Wir können ja, alles machen. Nicht nur die Entfernung, sondern auch so. Ich sag dir auch ehrlich, ich werde jetzt. Easy Cheesy hat eine volle Reparaturrüstung. No way. Ja, das ist halt das Ding. Entweder, also ich Alter. Will mir sowas auch selber machen, aber ich sag dir halt auf Fahrt, wir müssen mal gucken, wie die drauf ist. Eventuell mal einen Besuch abstatten, sagst du. Ist das immer noch ein PvP-Projekt? Warte mal, aber mit wem ist sie im Team? Keine Ahnung. Das will ich herausfinden. Ja, okay, weil aber ich sag ja Bro, auch, ist einfach nicht mein angreifen Plan. Geht auch nicht. Also ja, lass. Ist jetzt nicht mein Plan, weil Easy niemand was reingetan hat. War okay, ja okay. Eigentlich immer unsere. Die war immer nett, aber man weiß ja nie, ne? Wenn Bro, ich rede gerade. Red mal bitte mit Reini. Ah ja, okay. Klärt das erstmal und so, dann. Okay, dann mach's gut, mein Eisbruder. Hau rein, Arm hier. Bro, er sagt schon Eisbruder, ich küsse doch deine Herzüge. Ciao. Alles gut. Ciao. Ey, Freunde. Ich komme gar nicht auf mein Leben klar. Ich komme hier hin und Arm hier wirklich vergibt mir sofort und tut's, als wäre gar nichts gewesen. Bro, er nennt uns direkt wieder Eiskrieger und sagt, ich war nie weg und keine Ahnung was. Tut mir alle wirklich mal den Gefallen. Geht auf Armiers Kanal und lasst mal ein Herz in den Kommentaren da. Freunde, ich habe Real Talk eben Gänsehaut gehabt. Wie kann man bitte so korrekt sein und so drauf sein? Nach all dem, was ich Armier angetan habe, Freunde. Schaut er mir immer noch in die Augen und sagt direkt, du bist wieder willkommen und keine Ahnung was. Freunde, daran merke ich, dass ich alles richtig gemacht habe mit der Befreiung. Armier ist wirklich eine so herzensgute Person. Und das habe ich euch auch noch nicht erzählt. Ich bin letztens gestorben einfach. Ich war AFK und bin gestorben, Junge. Aber jetzt habe ich soweit alles wieder. Und okay, das bringe ich gleich erstmal in einen Safe Room. Oh mein Gott. Wir haben alles zum Fighten ready in den Sachen. Ich würde mir jetzt sogar noch die Rüstung hier oben nehmen. Aber ich glaube, dass es nicht meine war von damals. Und bevor ich jetzt hier irgendwas nehme, sollen die beiden erstmal reden, weil ich will ja auch nichts klauen. Falls Reini dagegen ist, das kann natürlich auch noch sein, dann ja, sollen die beiden das erstmal machen, Freunde. Zusammengefasst weiß ich aber nur eins, Freunde. Es wäre übel, übel krass und ich wäre sehr, sehr stolz, wieder Teil der Eiskrieger zu sein. Und ich hoffe, auch Reini hat nichts dagegen. Aber ja, Freunde, das seht ihr alles in der nächsten Folge. Deswegen lasst einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal und ich probiere heute direkt noch Reini und Armier wieder zu erwischen, dass wir zusammen mal reden können. Weil ich sage euch ehrlich, ich will auch wissen, was jetzt hier abgeht und ob das passt oder nicht. Aber ja, drückt mir die Daumen, Freunde, es wird schon funktionieren. Und wir sehen uns morgen. Haut rein und macht's gut, Leute. Ciao. Wow. Das ist ein Zombie neben mir. Ey, ich baue mich in eine Base, Bro, was ist denn hier passiert? Ey, ich glaub, ich war schon mal hier. Auf gar keinen Fall darf ich Herzen verlieren. Als ich damals klein war, war das Leben einfach. Ganzen Tag nur Minecraft, ich konnte nicht verlieren. Mit Elytra und